Hey Freunde, willkommen zum nächsten Test. Heute im Test die Heron PSP 31A. War bei der Feuerwerksvitrine im Angebot für 20 Euro. So sieht das ganze Fächerteil aus. Ziemlich groß der ganze Klopper. Und als Effektbeschreibung steht hier 50 Schuss, roter Schwanz zu blaue Perlen mit weißem Glitzer. Naja, schauen wir uns mal an, was damit gemeint ist, und wir sehen uns dann gleich draußen zur Zündung der Heron PSP 31A. So Freunde, jetzt wie versprochen die PSP 31A von Heron. Ich habe sie, wie ihr gesagt, bekommen bei der Feuerwerksvitrine für 20 Euro. Und dann wollen wir mal schauen, na, komm her hier, so. Wollen mal schauen, was die so drauf hat. Ich renne mal ein bisschen weiter weg. Interessant. Ich hätte mir vielleicht noch so ein oder zwei Schlusssalben gewünscht, aber ansonsten, also für 20 Euro kann man auf keinen Fall meckern, die kostet glaube ich sonst 35 Euro oder so. Ja Freunde, erstmal Daumen hoch für 20 Euro und macht's gut, bis zum nächsten Video.